Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Outriders. Wir haben mit der guten Chiwa gesprochen. Jakob, was für ein Signal ist das wohl? Keine Ahnung. Ein Hoffnungsfunke für Verlierer, die nicht einsehen wollen, dass die Welt am Arsch ist. Tja, ist jetzt wohl aber unsere verdammte Mission. Treffen wir uns in meiner Werkstatt. Ja, den werden wir los. Und haben den Auftrag bekommen, diesen komischen Typen zu suchen. Es geht auf nach First City und jetzt sollen wir zum Jakob. Und der Jakob bringt uns höchstwahrscheinlich dorthin. Wir füllen nochmal Munition auf. Ich weiß nicht, ob wir welche brauchen. Lasst mich nochmal eben kurz ins Inventar schauen. Aber wir hatten ja hier eigentlich soweit alles aufgerüstet. Wir spielen auf Weltstufe 3. Das ist auch, glaube ich, aktuell genau das Höchste, was wir können. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Aussehen möchte ich noch nicht ändern. Was ist mit den anderen Outriders passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Hat außer mir kein Outrider überlebt. Tja, war eine beschissene Show und ihr wart in der ersten Reihe. Die meisten hat's am ersten Tag erwischt. Die paar Dutzend, die noch lebten, machten das, wofür wir hier sind. Eine scheiß Erkundungstour. Wer ist wohl gestorben, nur um rauszufinden, dass wir nicht aus dem Scheißtal raus können? Warum hast du als einziger Outrider überlebt? Glaubst du, ich hätte den verdammten Planeten danach noch erforschen wollen? Scheiß drauf. Die können mein Abzeichen haben. War ohnehin nicht so scharf darauf, ein Outrider zu sein. Boah, verständlich. Ich glaube, ich hätte auch gesagt. Dudut. Brechen wir auf. Wähl den Ort aus, zu dem du reisen möchtest. Es geht nach First City. Wir sind hier aktuell in Rift Town und damit kommen wir im zweiten Gebiet des Spiels an. Und wieder hat sich Dabrowski übertroffen. Oh yeah. Wow. Du hast den Truck über all die Jahre in Stand gehalten. Ich musste die KI-Systeme entfernen und die Graphenzellen umgehen. Die Teile haben mich 20 Flaschen Wodka gekostet, aber jetzt säuft unser Baby alles. Diesel, Terpentin, tja, sogar scheiß Kartoffeln, wenn wir die anbauen könnten. Tja. Hast du noch Mucke? Mucke? Wir haben ja nicht mal Elektronik. Keine Mucke, kein gar nichts. Aber wir werden das Schiff schon schaukeln. Eine Autofahrt ohne Musik, das geht gar nicht. Aber es ist doch Licht an. Ihr habt noch Elektronik. Der lügt. Aber auf jeden Fall geiles Gerät. War ja schon in der ersten Folge erstaunt, dass die Dinger einfach über die Bäume drüber fahren. Zum Glück hat er noch eins in Stand gehalten. Das ist doch ein Stück von... Okay, ich habe den Doc am Funkturm auf dem Hügel geortet. Aber in den Slums zwischen uns und ihm tummeln sich genug Viecher und Rebellenpatrouillen, dass die Mutanten auf der Pirsch sind. Warte, was für Mutanten? Wovon redest du? Ich bleib auf den Dächern und halte von dort Ausschau. Viel Glück. Na danke auch. Das sieht doch aus wie ein Stück von dem Raumschiff, oder? Das riesige Ding ist der Kernenergieantrieb der Floris, oder? Sag ich doch. Was habe ich jetzt getan? Wir müssen los, bereite den Truck vor. Nein, ich wollte eigentlich gar nicht mit ihm sprechen. Entschuldigung. Eigentlich nur eh gedrückt gehalten, um zu beobachten. Durchsuche die First City nach Zahedi. Machen wir doch glatt. Es sieht schon sehr, 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 sehr geil aus. Was haben wir hier? Innereien. Von Rebellen. Ich räume dann erstmal auf. Innereien sammeln. Bei Vorkommen wie diesem kannst du Ressourcen sammeln, die du für die Fertigung benötigst. 42 Eisen. Für die Fertigung benötigst, stand da. Also höchstwahrscheinlich, wenn wir dann... Bam.
wenn wir dann unsere Waffen, Rüstung und so weiter modifizieren möchten. Jetzt lasst mich mal ein bisschen gucken. Eigentlich wäre es ja schlau, immer erstmal solche Sachen zu benutzen, damit die Abklingzeit eher rausgeht. Ich versuche das Spiel jetzt mal ein bisschen offensiver zu spielen, nicht die ganze Zeit nur in Deckung zu bleiben. Mal gucken, ob es klappt. Aber damit die Kämpfe halt einfach auch mal ein Stück weit schneller gehen. Wir haben halt allerdings nur echt ganz, ganz schnell wenig Leben. Was haben wir noch? Wir haben bloß die Pumpgun einstecken. Scharfschützengewehr wäre gerade wahrscheinlich angebrachter. Könnten sicherlich auch noch wechseln. Sind leider zu weit weg dafür. Muss doch nochmal in Deckung gehen. Aber auch einen miesen Rückstoß, die Waffe. Glaubt mir, es ist nicht so einfach, damit im Dauerfeuer ordentlich zu treffen. Also das ist wirklich nur was für den Nahkampf. Ich muss das nochmal kurz ausprobieren. Es ist schon wieder 2-3 Tage her, wo ich gespielt habe. Deswegen nicht böse sein, wenn das hier alles noch nicht so flutschi-rutschi läuft, wie ihr das vielleicht gerne hättet. So. Bräuchte mal unbedingt wieder Leben. Das bringt auf jeden Fall Leben und markiert die Gegner. Das heißt, wir kriegen dann auch wieder Lebenspunkte, sobald wir Schaden zufügen. Crossplay funktioniert leider immer noch nicht. Die Entwickler haben angegeben, dass wohl demnächst ein größerer Patch rauskommt, der halt auch generell jetzt nicht nur rein für das Crossplay-Problem da ist. Ich hoffe doch, dass das zeitnah mal passiert, weil das ist schon ärgerlich, so ein geiles Game. Es kommt raus und dann funktioniert das ganze plattformübergreifende Gamen nicht. Aber da haben wir doch schon mal die ersten. Jetzt geht's hier weiter hinter. Ich hoffe mal sehr, dass wir noch eine Fähigkeit bekommen, die etwas mehr auf Entfernung geht. Wir müssen halt aktuell schon sehr, sehr nah dran sein. Aber die Gegner sind meistens ein ganzes Stück weit weg. Ich meine, klar, wir können dann auch mal ein Stück nach vorne pirschen. Ach, hör doch auf. Cool, wir können die jetzt nochmal benutzen. Ich hatte ja irgendeine Fähigkeit oder so ausgewählt, dass man das zweimal nehmen kann, bevor die Abklingzeit kommt. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Okay, es geht nicht nach unten. Aber das bleibt, das geht zumindest ein Stück weiter als der Rest. So, wir müssen es doch gleich haben. Zwei Leute noch. Und der letzte hat sich dort versteckt. Und dann sehe ich erstmal keine weiteren Gegner. Komisch, dass unser Zielsymbol... Nee, jetzt geht's rüber. Alles klar, ich dachte schon, wir sind an irgendwas vorbeigelaufen. Auf jeden Fall geile Umgebung hier. Was stand gerade da? Gegenstand aufheben. Wo ist denn einer? Habe ich gar nicht gesehen. Aber es ist immer noch bedrohliche Musik am Start. Gehen wir da das drüben rauf. Und das Dach kommen wir ja sicherlich nicht. Hier liegt noch was. Und ich glaube fast, ich werde trotzdem mal das Scharfschützengewehr ausrüsten. Weil das sieht mir hier alles doch nach größerer Entfernung aus. Aber Gegner sehen wir zumindest noch nicht. Ich würde eigentlich gerne nochmal auf das Dach drüben, weil da liegt noch Munition. Und wir kommen hier auch nicht rüber.
Dann wahrscheinlich hier unten durch und hier drüben. Ja. Weg gefunden. Noch ein bisschen Muni eingesammelt. Und weiter geht's. Ich glaube doch fast, hier kommen gleich ein paar Gegner. Oh, nein, eine Videosequenz. Wer ist das? Er sieht etwas gepanzerter aus als die anderen. Da oben ist er. Ach du Scheiße, wir machen dem ja 0 bis 1 Schaden. Oh Gott, den können wir ja bloß mit Dings totkriegen, mit Spezialfähigkeiten. Aber wir können ja auf jeden Fall ordentlich reinfetzen mit unseren Sachen. Und dass wir das Ding zweimal benutzen können, ist mega geil. Aber der da unten kommt immer näher. Und das macht mir langsam echt ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht Scharfschützengewehr und Kopfschuss. Ja, damit machen wir mehr Schaden. Ich würde nur erstmal kurz die anderen Grenadiere hier außer Gefecht setzen. Dass wir ein bisschen mehr unsere Ruhe vor ihm haben. So, dann. Das könnte treffen. Hat getroffen. Ah, er verliert langsam Rüstung. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich auch... Ja. Wir können auch hier mit drauf gehen. Und so langsam kriegen wir ihn doch. Ein bisschen Leben wäre gut. Aua. Ah, und keine Munition mehr. Geil. Oh, ah, der war schneller als ich. Beinerei. Komm wieder hoch. Ach komm, das war so knapp. Verdammt. Wer von euch kommt zuerst? Du hier drüben? Aiming ist mal wieder on top heute. Na komm, du auch noch raus. Und wir haben es geschafft. Da oben eröffnet sich ein Weg für uns. Und wir haben Level 6 erreicht. Plus 13, 2 Leben, Anomaliekraft plus 18 und Überhitzung. Ein neuer Skill. Sehr geil. Wir schließen es erstmal. Ich möchte es mir nicht angucken, sondern wir gucken uns das gleich mal direkt im Menü an. Wir haben einen besseren Helm bekommen. Und ansonsten nichts weiter. Waffentechnisch, ja, sieht es nicht unbedingt besser aus. Fähigkeiten. Füge allen Gegnern in einem großen Radius 8 Schaden zu und unterbrich ihre Fähigkeiten. Gegner, die von Verbrennung betroffen sind, erleiden stattdessen 92 Schaden. Gegen was könnten wir es denn mal wechseln? Ich muss sagen, das finde ich geil, weil wir entziehen Leben. Die Entzündung ist halt gegen mehrere Gegner vor dir ziemlich cool. Und Brandbombe hat halt eine etwas weitere Reichweite. Ist die Frage. Lasst es uns nochmal angucken. Sieht irgendwie ziemlich unspektakulär aus, muss man sagen. Jetzt war großer Radius da, aber wahrscheinlich nicht große Entfernung, sondern bloß alles drumherum. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir das noch wechseln. Wie viel Schaden macht das? Das macht 36. Gegner, die von Verbrennung betroffen sind, erleiden 92 Schaden. Es macht nur 8 Schaden. Klar, wenn die unter Verbrennung leiden, zwar mehr, aber nein, wir lassen das erstmal so. Probieren wir eventuell später mal aus, aber... 8 Schaden ist halt echt nix. Und Gegner, die unter Verbrennung leiden. Natürlich, wenn man das damit kombiniert, ist es eine ganze Menge Schaden, aber ich bin so eine Person, die meistens nicht so ihren Kopf einschaltet. Und dann erst dran zu denken, ah, ich muss erstmal Verbrennung machen und dann das. Ah, schwierig. Zumindest aktuell noch, wenn man das dann alles mal ein bisschen länger gespielt hat. Kann man das natürlich besser perfektionieren, aber ich bin froh, wenn ich alle drei Fähigkeiten unabhängig voneinander einfach draufballern kann. Ich weiß nicht, ob es das jetzt schon war, wir haben aber trotzdem echt wenig Munition.
Hoffe mal sehr, hier kommt dann irgendwo noch eine Munikiste. An den Scheiß muss ich mich erst gewöhnen. Kann ich gar nicht verstehen. Sieht doch ganz normal aus hier. Was hat er denn bloß? Wieder der Elektrofuzzi, obwohl den haben wir ja umgebracht. Guck mich bloß noch ein bisschen um, weil ich hoffe wirklich sehr, dass bald Munition kommt. Ah, ist das welche? Ja, dankeschön. Und dann sieht's doch hier schon fast wieder nach neuen Gegnern aus. Mist. Na, hat doch soweit gereicht. Aua. Nee, ich glaube, das machen wir mit Scharfschützengewehr. Ach, komm doch. Sag mal, jedes Mal bewegt er sich ein kleines Stück, sobald ich auf meine Maus drücke. Ich dachte, es ist ein Fuß. Ja, zwar ein komischer Fuß gewesen, aber hätte ja sein können. Hä? Das war auf jeden Fall ein Kopftreffer. Naja, Lust, dann stürmen wir halt. Huch, kam er denn her? Nein, du sollst doch den treffen. Na gut, das war wirklich schlecht, ich geb's zu. Aber war ja, glaube ich, eh. Nee, war nicht der letzte. Wo bist du? Na komm doch raus. Da war ein Köpfchen. Ah, wow, 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 wow. Erschreck mich da nicht so. Aua. Jetzt kommen die ganzen Nahkämpfer immer wieder dran, wenn ich das Scharfschützengewehr ausgerüstet habe. Es ist ein Kraus. Sehe ich nicht. Jetzt sehe ich ihn wieder. Das Scharfschützengewehr macht schon ziemlich Laune. Der ist aber auch schwer zu sehen. Entschuldigung. So, ihr da oben, ihr geht eigentlich am meisten auf die Nerven. Da hinten versteckt sich noch einer, aber den sehe ich von hier nicht. Nicht nur einer. Wieder sowas Gepanzertes. Würde, glaube ich, mal langsam Zeit für eine neue Waffe. Gegen die normalen Gegner geht's zwar, aber eigentlich ist immer Zeit für eine neue Waffe. Wow, wir kriegen ganz schön Schaden. Muss doch mal wieder hier hinten ein bisschen in Deckung gehen. Wo ist der andere? Jetzt kommen oben wieder welche. Es wären doch immer mehr hier. Aber auch das hat getroffen. Na. Schon wieder mehr. Ich denke die ganze Zeit, es ist vorbei und lauf schon vor. Man könnte das schon kombinieren mit dem Skill, dann leiden die auf jeden Fall unter Verbrennung oder mit dem Nahkampfangriff. Aber mir sind aktuell doch die Fertigkeiten, die ein bisschen weiter nach
nach vorne brechen lieber als die Nahkampfsachen. Wir haben halt mehr im Fernkampf aktuell zu tun. So, es gibt immer noch welche. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Ich gucke hier immer noch mal ein bisschen rum, weil ich weiß halt nicht, inwiefern hier wirklich noch Kisten oder sonstiges versteckt sind und ich möchte nichts übersehen. Es wird sich nicht verhindern lassen, dass ich auch mal irgendwo dran vorbeirenne. Vielleicht wird es sogar sehr, sehr oft passieren, wie ich mich kenne. Aber ich versuche es in Maßen zu halten. Das war Muni. Okay. Die sind eigentlich wieder relativ nah dran. Falsche Waffe. Dort halten die viel aus. Oder treffe ich so schlecht? Nee, das ist wieder irgendwas Stärkeres hier. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Bam. Also schadenstechnisch muss man sagen, fetzt das echt gut rein, die ganzen Skills. Sag mal, stirbst du mal noch? Ich glaube, ja, da leben noch welche hinten. Wir müssen noch weiter vordringen, aber wir müssen erstmal ein Folgenende machen. Wahnsinn, wie schnell die Zeit schon wieder verging. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.